Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Da ist die Schlucht. Da hinten das Donnerplateau. Und dort ist ein Wasserfall. Ah, den kenne ich. Da war ich schon. Und wir machen uns weiter auf dem Weg zum letzten Turm, dem Hebra-Turm. Dem vermeintlichen Hebra-Turm. Ich habe keine Ahnung, ob der Hebra-Turm heißt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Hebra-Turm heißt, aber... Sicher, kommt 100% sicher kann ich mir natürlich erst sein. Sobald. Na. Ich da war. Verschneites Gebiet, aber... Scheinbar... Nichts, was uns großartig auffallen sollte. Deswegen, dann machen wir weiter. Autorun Epona. Geht das sogar, eigentlich sogar mit Speed-Up? Das geht sogar mit Speed-Up! Problemlos. Wenn wir das Dorf auch mal durch. Ja. Ein Schrein gibt es euch auch in der Nähe. Ist das was Feines? So. Jetzt ist die Frage, warum ist hier Eis? Und inwiefern müssen wir das wegmachen? Plonk. Hebra-Turm, ich hab's doch gewusst. Einmal. Einmal will ich die alle wegmachen, um zu gucken, ob damit passiert. Die Feuerpfeile, die haben wir ja. Es gibt eine Sache, die kommt nach den Feuerpfeilen, nach den Elektropfeilen auch ganz gut oft bei Leuten, und das sind die Feuerpfeile. Aber nicht mit Bedenken dabei habt, dass ich nicht mit den ganzen Chimärenbögen verbrauche. Einfach einmal alles Eis wegmachen, nur um zu gucken, ob da noch was drin ist. Aber das echt eine Menge ist. Ja, ich zweifle irgendwie sehr daran, dass da was drin ist. Ja, gut. Ich habe nicht gesehen, dass das so viele sind, aber als ich es gesehen habe, ja, da war mir schon klar. Das sollte ich lassen. So. Mit der Feuerlanze. Oder wir machen es einfach anders. Haben wir noch irgendeinen. Ja, wir haben noch einen Kälteschutztrank. 30 Minuten. Ja, dann halten wir die ganze Folge noch Kälteschutz. Das ist ja auch ganz nett. So, einfach hoch. Zack. Und Leute, ein Meilenstein. Der letzte Turm. Egal, was diese Folge passiert... Warum ist die Textur von diesem Baum so komisch? Hm. Egal was... Da ist noch ein Stall. Egal was diese Folge passiert. Egal wie krass diese Story ist. Das Highlight dieser Folge wird sein, der letzte Turm.
Oh Mann, die Hebra-Berge. Ja. Einer der höchsten Punkte. Dieser Turm ist einer der höchsten Punkte, was Türme angeht. Ich glaube, kein Turm ist hier großartig höher, außer vielleicht der Akala-Turm. Der Akala-Turm ist ein Stück höher. Der da sieht auch ganz hoch aus, aber ihr wisst, was ich meine. Also, man hat hier einen krassen Überblick über alles. Und ich weiß, ich will die Nostalgie aufrechterhalten. Deshalb schalte ich noch eben auf Tag. Und ja. Stell noch eben ordentlich die Kleidung ein. Denn der letzte Turm soll was Besonderes sein. So besonders, dass kein Schneesturm sollte herrschen dürfte. Denn wir wollen ja schön, bei gutem Wetter einen schönen Überblick über dieses Gebiet haben. Mach ich so lange bis Sonne ist. So lange bis Sonne ist. Denn es muss perfekt sein. Der letzte Turm muss einfach perfekt sein. Oh Leute, der letzte Turm. Und ich erinnere mich noch an den ersten. Es ist einfach so unfassbar schön. Ach ja. Also. Letzter Turm. Letztes Mal, dass wir das sehen. Und letztes Mal eine unfassbar schöne Kamerafahrt über dieses Gebiet. Die gesamte Karte wurde hinzugefügt. Das ist die gesamte Karte Hyrules. Und wir haben ja. Da. Hiermit angefangen. Das hier. Sieht's ganz gut. Das war damals, als ich das Spiel das erste, also dass ich das erste Mal die erste Offscreen-Session, ja, Session hatte und einfach ein bisschen rumgelaufen bin, war ich fasziniert, wie groß das ist. Weil ich einfach nur in diesem Wald ein wenig war und dann hier in dieses Baumgebiet noch gekommen bin und dachte, oh Gott, was mache ich jetzt denn? Jetzt bin ich noch viel zu weit gelaufen. Ja. Der Hylia-Berg, das bisschen hier. Der Totenfluss. Oh ja. Dann kam unser erster weiterer Turm hier. Und das erste neue Gebiet kam auf.
Zwillingsberge. Hier. Und generell das Gebiet hier. Ah ja. Vieles von uns ist noch nicht gezeigt worden. Aber das Ding war deutlich größer als unser Anfangsgebiet und ich dachte mir, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und erstmal straight up zum nächsten Ziel laufen und einfach. Ja. Ich war am Anfangs sehr überfordert von dieser Map. Sehr. Und mittlerweile kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich war, bis auf natürlich jetzt das neue Gebiet, so ziemlich an jedem Fleckchen einmal. Und habe mich da umgesehen. Und ich bereue nichts. Ich bereue rein gar nichts. Ich habe viele, viele Stunden. Sehr viele, sehr, 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 sehr viele Stunden darin investiert, dieses Gebiet zu sehen. Und es war einfach unfassbar. Unfassbar super. So viel Zeug, was wir haben, so viele Bosse, die wir hier markiert haben. Die 100 Markierungen, die gehen mir schon seit Ewigkeiten aus. Immer wieder muss ich irgendwo anders was abknapsen. Wisst ihr noch, als ich die 100 Markierungen noch für Krogsamen nutzen konnte? Ach ja, mittlerweile gehen mir die vier Bosse einfach aus, weil hier so viele Bosse sind, die ich alle markiert habe. Unfassbar. Ich könnte in einem Blutmond nicht mal jeden Boss klatschen. Geht nicht. So, ja, doch, wahrscheinlich schon, aber das würde einem ziemlich hart auf den Senkel gehen irgendwann. So viel Zeug, was wir noch abhaben. Einfach krass. Einfach krass. Ja. Heftig. So. Tabanter Schneefeld. Hier haben wir unser letztes Labyrinth noch, das wir schon vor Ewigkeiten halt abgeschlossen haben. Bevor wir diese Map auch nur ansatzweise hätten freischalten wollen. Ein Hügelchen. Hier die Klippen. Ja, können wir das Riesenfossil von hier wohl erkennen? In Hebra sollte es ja auch eins geben. Die Frage nach Hebra ist natürlich auch noch, inwiefern ist das relevant fürs Spiel? Könnte ja sein, dass wir für die Ornis viel nach Hebra reisen müssen. Aber who knows? Quellland, Hebrasee. Das sieht echt interessant aus. Hier scheint es auch ein bisschen wärmere Gebiete noch zu geben. Shutas Territorium. Klingt auch interessant. Hebra Nordspitze. Hebra Nordwand. Wow. Ja, das werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen offscreen erforschen. Da werde ich ja ein bisschen schauen, ne? Wir gehen jetzt auf jeden Fall als nächstes zum Stall. Da hinten. Und ja, dann machen wir Schreine. Wir haben wieder einen Meilenstein geschafft. Der Schrein vom Dingens ist es nicht, der uns hier angezeigt wird. Das ist hier auf dem Berg, müsste noch einer sein. Naja, da werde ich auch viel nachsuchen. Ich werde die ganzen Schreine ausgehen suchen. Weil der ziemlich nah dran sein scheint. Aber naja.
So, Epona. Mach du mal ein bisschen Outrun. Ein Elch. Hallo. Was ist denn? Säbelnashorn. Echt cool hier. Wunderschön. Schneefelder sind sowieso echt super schön. Das ist noch ein Schrein. Weit weg, aber auf jeden Fall schreienwürdig. So. Den Mosserschrein. Ja. Den machen wir dann nochmal eben. Aber das ist natürlich viel der Hitzeschutzzeit kostet, aber. Ja. Farodas Hornsplitter kann ich farmen, wie ich möchte. Deshalb. Passt. Windschutz. Jetzt sind wir im Frostgebiet, das, was war Medo, obliegt. Und dort gibt es natürlich Windquests. Aha. Wozu der Windschutz? Okay, da oben drauf. Jetzt geht das Ding. Ja, was ist denn da jetzt das Problem? Das Ding rollt da jetzt hoch. Soll ja auch so sein. Ich glaube, es. Da ist noch ein Haken dran. Warum ist hier so viel Wind, den man irgendwie umleiten kann? Warum sind diese ganzen Metallboxen? Denn an sich ist es ganz einfach. Man nimmt das Stasis-Modul, versetzt das Ding in Stasis und läuft dahin. Und wenn man dann da ist, dann gehört Stasis auf und das Ding weht mit dem Block dahin. Oder man packt da erst den Metallblock vor. So, jetzt. Reicht ja schon. Ja, ja. Das musst du mir nicht immer zeigen. So. So. Ich frage mich, was das soll. Bin ich hier drauf?
Müssen weg. Oh. Müssen weg. Ah. Der Wind kommt da gar nicht ganz ran. Okay. Im Prinzip halt auch kein Problem. So. Rätsel gelöst. Und um an die Kiste zu kommen, hab ich mir den hier geholt. Bin ein Vollidiot. Ich bin ein Horst. Seht ihr, vom Prinzip her verstehe ich nicht. Sollen die Windteile, die da auf dem Boden liegen, an das verwirren irgendwie? Bin komplett unnötig. Nur mal so zur Sicherheit. Und weg. Wie erwartet. Ja. Nummer 13. Ludidu, du, Monster in der Nacht. Nachmittag, da sieht man nicht, ne? Bei dem Wetter geht es mir äußerst, gehe ich nur äußerst ungern vor die Tür. Bei so einem Schneetreiben verirrt man sich leicht. Aber ich kann ja auch schlecht meine Kunden enttäuschen, die verzweifelt auf ihre Pilzlieferung warten. Moment, du bist ja weiblich. Na, wie sieht's aus? Kann ich dich vielleicht mit einem fantastischen Pilz begeistern? Was hast du denn? Das Wetter ist Mist, da biete ich zum Ausgleich ein paar besonders seltene Pilze an. Ja, alles nicht schlecht, aber ja. Du bist doch ein Kerl. Vom Gesicht her siehst du aus wie eine Frau, aber die Stimme von des Kerls. Hi Terry. Ja, ja. Das will ich sogar genug sagen, da. Nicht schlecht. Ja.
Wie kann man da nicht begeistert sein? Du stimmst mir doch zu, oder? Na klar. Angeblich sollen die Strahlen, die aus dem Schwert kommen, alle Monster einfach wegfegen. Das heilige Bandschwert, allein der Name ist schon episch. So wie das hier? Was? Das soll das heilige Bandschwert sein? Ja, interessant. Oh, verstehe. Der ging jetzt viel schlanker, als ich sie mir vorgestellt hatte. Ich dachte immer, so ein legendäres Schwert müsste mindestens so groß und breit sein wie ich. Vielen Dank jedenfalls, dass du es mir gezeigt hast. Davon werde ich noch meinen Urenkel erzählen. Dachte ich mir auch gerade. Entschuldigung. Ich habe gehört, wie du dich mit Datteln unterhalten hast. Wenn ich könnte, würde ich dir gern helfen. Es gibt nicht viel, aber zumindest kann ich dir immer einen schönen, sauberen Schlafplatz bereithalten. Danton. Mockton. Sag mal, Reisender, hast du Zeit für die Geschichte eines alten Mannes, der nichts Besonderes zu tun hat? Klar. Wenn du mal so alt bist wie ich, dann denkst du häufig an deine Kindheit zurück. Wirst schon sehen. In diesem unerschlossenen Land gibt es da, gab es damals allerdings kaum Kinder. Meine einzigen Freunde waren Hilo und Mali. Ich weiß noch, ich habe mit Hilo immer am Labyrinth und mit Mali bei den Ruinen gespielt. Okay, erzähl mir erstmal von Mali. Vielleicht hast du ja die große Schlucht im Südosten von hier gesehen. An ihrem Grund sollen sich Ruinen befinden, ja? Ich weiß nicht, wie er sie gebaut hat oder wie lange sie schon da waren. Die Erwachsenen hatten uns jedenfalls verboten, dort zu spielen. Zu gefährlich und so. Na, du weißt ja. Eines Tages sind Mali und ich los, um die Ruinen zu erforschen. Ist beim Klettern abgerutscht und von einer Klippe gestürzt. Ich habe sie nicht wiedergesehen. Kinder vergessen manchmal vor Neugier jede Vorsicht. Und dann ist es geschehen. Die Erinnerung danach sucht mich noch immer heim. Gott, ich kriege die Gänsehaut. Schon eine Tragödie. Jenseits des Tavanta Schneefeldes im Norden ist ein riesiges Labyrinth. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat oder wie lange es schon da ist. Die Erwachsenen hatten uns jedenfalls verboten, dort zu spielen. Zu gefährlich und so. Naja, du weißt ja. Eines Tages habe ich Hilo dazu gebracht, sich als Mutprobe in das Labyrinth zu wagen. Ich habe ihn nicht wiedergesehen. Es war wirklich gefährlich. Kinder haben einfach kein Gefühl für Gefahr. Ich bereue jeden Tag, den ich ihn, was? Ich bereue jeden Tag, ach so, nicht jenen Tag, sondern jeden Tag. Er bereut nicht jenen Tag, sondern er bereut jeden Tag, dass er jenen Tages das gemacht hat. Dass ich ihn dazu überredet habe. Naja, es gibt doch einen kleinen Lichtblick. Hilo und Mali mögen fort sein, aber in diesem Stall leben zwei ihrer Nachfahren. Wie gesagt, es gab kaum Kinder und so waren meine einzigen Freunde Pferde. So viel zur Tragödie. So viel zur Tragödie. Ist das der Pilzsammler? Ja. Dann haben wir hier noch eine Quest. Claire. Meine Nachforschungen haben mich nach Ost und West geführt. Und jetzt bin ich im Norden gelandet. Hier soll es ein Knochenpferd geben. Ah. Aber es ist zu kalt, um weiterzusuchen. Das ist es nicht wert. Knochenpferd? Ah! Meine Intuition in Verbindung mit deiner Frage sagt mir, dass du dich für das Knochenpferd interessierst. Ich will dieses Monster mit eigenen Augen sehen. Es wäre unglaublich, wenn es wirklich existieren würde. Tja, nur leider komme ich zwar an allen möglichen Gefahren klar mit, aber bei dieser Kälte hört der Spaß auf. Würdest du mir helfen? Natürlich gegen Belohnung. Ein Bild oder ein paar Notizen oder so würden mir reichen. Verstanden. Das wollte ich hören.
Den Geschichten nach findet man es auf der nördlichen Tabanter-Ebene, zusammen mit Stallbockblins. Andere Quellen besagen, es befindet sich sogar jenseits der Ebene, ganz drüben im Osten, vor diesen seltsamen Ruinen. Das machst du schon. Bild vom Knochenpferd. Oh, war wohl doch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mado sich irgendwo hier in den Hebra-Bergen hinstellt und dann aufs Schloss Ganon, ja, aufs Schloss Hyrule ballert. Aber ich weiß noch nicht. Ja, was machen wir denn? Gar nichts mehr, die Folge ist vorbei. Wow. Das kam komisch. Okay, dann würde ich sagen, war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal, boah, machen wir, glaube ich, Schreine. Ja. Also, stellt euch schon mal drauf ein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Euer Bay Jim. Bis dann. Tschüss.